Habt ihr eine Ahnung, was euch in diesem Video erwartet? Ich hoffe jedenfalls, dass ihr ein großes Fragezeichen in den Augen habt. Denn genau darum geht es. Aber auch um viel mehr als das. Vor allem um Nostalgie und um ein Videospiel, das das Medium wie kaum ein zweites verändert hat. Super Mario 64. Mit dem Fragezeichen-Block aus Super Mario 64, obwohl es den im Spiel genau genommen überhaupt nicht gibt, hat Lego ein wirklich grandioses Set konstruiert, das mich gleich in mehreren Punkten so überzeugt hat, dass ich es einfach kaufen musste. Ich liebe es, Lego zu bauen. Nicht nur, weil ich seit meiner Kindheit endlose Stunden damit verbracht habe. Neuerdings vor allem, weil es auch meinen Kindern großen Spaß macht und wir sehr viele Sets zusammen aufgebaut haben. So auch dieses hier. Und ich liebe es, Videospiele zu spielen. Das geht mit dem Block zwar nicht direkt, aber er beinhaltet einige Umgebungen aus einem Titel, den ich für immer in guter Erinnerung haben werde. Das macht das Spielen mit diesem Lego-Set so unfassbar nostalgisch für mich. Und mein mittlerer Sohn spielt jetzt seit ein paar Tagen Super Mario 64. Ich bin sehr stolz. Da der Fragezeichen-Block laut Lego für Menschen ab 18 Jahren geeignet ist, war mir klar, dass uns da keine leichte Aufgabe erwartet. Trotzdem konnten mir alle drei Kinder an vielen Stellen helfen, zumindest wenn ich sie angeleitet habe. Spaß hatten sie und ich trotzdem. Ich vor allem deshalb, weil beim Bau die ganzen Ideen und Details nach und nach ins Auge springen. Da wären Peachs Schloss mit genau den drei Gemälden, deren Kurse im Block drinstecken. Da wären der versteckte Bowser mit der Drehplattform, von der Mario ihn wie im Videospiel herunterschleudert. Da wären der Kettenhund und König Bob-Omb auf Kurs 1. Die Eisrutsche, die Seilbahn und die Pinguine auf Kurs 4. Das Bowser-Schiebepuzzle, die rollende Walze und der Vulkan auf Kurs 7. Und da wäre natürlich Yoshi auf dem Dach des Schlosses. Wer erinnert sich nicht daran, ihn endlich zu finden, wenn man die 120 Sterne zusammen hatte? Doch das sind nur ein paar Details, die die Konstrukteure dieses Sets aus dem Spiel in die Welt von Lego übertragen haben. Hat man Lego Super Mario, dann lassen sich über den versteckten Code noch mehr Details entdecken. Und das Beste ist natürlich der Klappmechanismus. Eingeklappt hat man einen extrem coolen Fragezeichenblock als Deko im Zimmer. Mit wenigen Handgriffen kommen die drei Level und der Schlossgarten samt Bauwerk ans Tageslicht. Der Mechanismus ist allerdings auch der Grund, warum meine Kinder mit dem Set nicht alleine spielen dürfen. Im Eifer des Gefechts geht da schnell mal was kaputt. Das lässt sich natürlich einfach reparieren. Aber wie ich meine Kinder kenne, verlieren die beim Spielen auch noch mindestens 12 kleine Teile. Also, für nostalgische Erwachsene mit Super Mario 64 im Herzen ist das Set wirklich eine richtig tolle Sache. Mit nicht mehr ganz so jungen Kindern im Haus ist es eine noch tollere Sache. Während ich diese Zeilen hier schreibe, schaue ich bewundernd auf den vor mir stehenden Block und frage mich, welches Lego Super Mario Set ich wohl als nächstes kaufe. Zum Glück gibt es noch nicht ganz so viele, sonst wäre ich bald pleite, fürchte ich. Und zuletzt noch eine Frage, wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was würdet ihr euch von Lego in Bezug auf Nintendo wünschen?